Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Koa and the Five Pirates of Mara. Und wir können, glaube ich, ein paar Sachen eintauschen, wenn wir das denn wollen. Der Sandy-Rucksack, aha. Aber ich finde unseren, ehrlich gesagt, deutlich schöner. Den würde ich jetzt... Nee, danke. Ich mag meinen Rucksack sehr. Bei der Bank war auch noch was Neues. Das machen wir auch noch. Und ich glaube, am Kleidungsstand auch. Und dann gehen wir zu Saimi. Hast du mir Perlen mitgebracht? Ja, gucken wir mal. Oh, die Marktstände. Oder werden sie ja die drei Damen vom Grill freuen? Mhm. Und da gibt es jetzt auch was. Na denn. Kinder. Ja, mir ebenfalls. Dankeschön. Oh, sehr schön. Hier ist ja richtig voll. Ach, viel besser. Es wird auch Zeit, dass wir unseren Markt zurückbekommen. Ja, alles gut. Aber was ist denn, Tilly? Du weißt, wer das getan hat, oder? Ach, diese Piraten. Und vor allem Lizio. Garantiert steckt er dahinter. Der wird eine Lektion erteilt bekommen. Anscheinend hat er noch immer nicht gelernt, was passiert, wenn er sich mit seinen älteren Schwestern anlegt. Rache. 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 Na, Popo, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Nee. Nee. Okay. Achso, oh nein, nicht alles nochmal. Oh. Okay, okay. Nein, ja, Rache. Okay. Habe ich verstanden, schon beim ersten Mal. Hier bekommt man echten Fisch nicht, diese rechteckigen Stäbchen. Das sind doch keine Fische. Nein! Oh. Wieso denn? Okay. Ja, ja, sind sie. Das ist unheimlich. Hey, sind das nicht? Was? So funktioniert der Markt, mein Freund. Hier ist wohl von der FDP. So, was haben wir hier? Baseball, das finde ich ganz niedlich. Aber den Kimono finde ich, glaube ich, noch schöner. Matrose ist auch schön. Ich möchte den Kimono wieder haben. So. Ja, ja, ist ja gut. So, Saimi. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen, was jetzt für ein Biom folgt. Hallo Kleine, ich habe schon auf dich gewartet. Du hast ein weiteres Kartenstück, stimmt's? Ach, lass mich mal sehen. Ah, Feuer natürlich. Schwarzer Vulkan. Eis und Feuer. Der schwarze Vulkan. Ah, willst du Duna besuchen? Dann grüß sie von mir. Machen wir. Und ihre Schafe auch. Wie du willst. Die Marine hat häufig wissenschaftliche Expeditionen dorthin organisiert. Das wusste ich gar nicht. Oh ja, ich glaube, sie haben sogar versucht, eine Basis zu bauen. Aber da der Vulkan noch aktiv war, erwies sich das als sehr schwierig. Auf einem Vulkan zu bauen, klingt ehrlich gesagt nach keiner so guten Idee. Nun gut, sei vorsichtig, Koa, wie immer. Und mögen die Vindemaras dir wohlgesinnt sein. Ja, danke schön. Dann ab zum Vulkan. Das klingt doch spaßig. Hey, Koa, hier drüben. Okay. Ich bin schon zurück. Du kannst jederzeit in meine Werkstatt vorbeischauen. Na denn, schauen wir noch mal, was da gibt. Hallo Koa. Ich konnte es kaum erwarten, wieder hier zu sein. Auf dem Eisberg war es so bitterkalt. Hattest du eine gute Rückreise? Nun ja, Lizio ist nicht gerade der beste Navigator der Welt, wie du weißt. Aber egal, willkommen zurück in meiner Werkstatt. Ich versuche gerade, die liegen gebliebene Arbeit aufzuholen und die Medaillen für die Prüfungen vorzubereiten. Hier siehst du deine Bestzeiten und wie viele Medaillen, die du bisher gesammelt hast. Hey, gar nicht mal so schlecht. Ich bin sehr flink. Du könntest ja versuchen, dir alle Medaillen zu verdienen. Nee. Nee. Einfach nee. Nee. Bis bald. Nee. Ich will wirklich nicht. Können wir eigentlich hier was Neues holen? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst hätten wir schon... Nee. Da brauchen wir noch was. Gut. Dann raus aufs Meer, natürlich. Und ab zum Vulkan. Oh, oh Gott. Was passiert also, wenn man da gegenfährt? Aha, nicht viel. Interessant. Hallo. Ja, wo ist er denn? Hier, was gehört alles dazu? Oh, die kleine Taucherinsel gehört dazu. Na denn, ab zum Tauchen. Schwarzer Vulkan, vergessene Beute. Hopp, hopp.
Ein Schatz wartet auf uns. Oh Gott, wie ging das hier? So. Nein! Oh Gott. Erstmal wieder dran gewöhnen. Aua. Ja, da sollte man vielleicht nicht gehen. Ui. Hi. Nein! Oh Gott, bin ich doof. Naja, gut. Ich habe die leider zu spät da unten gesehen. Da war ich schon am Rumstürmen. Ui, ich habe nicht genug Energie, glaube ich. Das wird jetzt knapp hier. Ah, wir haben schon. Okay. Oh, da haben wir wieder so ein Teil. Eins noch. Dann können wir uns da auf jeden Fall was holen. Sehr gut. Sogar Gold. Mensch. Perfekt. Medaille. Ja, jetzt kommt so bei Caleb schon was Neues. Schon für eine. Okay. Warte mal. Oh, da. Flammendes Rennen. Okay. Ist das wieder so ein Mario-Ding? Ich hoffe nicht. Achso, das ist einfach nur eine Rennstrecke. Okay, das gerne. Das immer gerne. I'm ready. Ich dachte, das wäre so ein Mario-Zeitrennen. Das ist aber nicht. Oh, schick hier. Gefällt mir. Ja, Rennstrecke. Gucken wir mal die Dinger wieder finden. Ich habe das Gefühl, die sind mittlerweile einfach ein bisschen schwieriger versteckt. Der Pfeil hat hierher gezeigt. Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, da. Sehr gut. Ich habe mal einfach auf den Pfeil vertraut. Oh Gott, das war ja knapp. Sind wir vielleicht gerade schon an einem wieder vorbei? Bin unsicher. Das wäre prädestiniert gewesen wahrscheinlich, um da was zu verstecken auf den Steindinger. Ich weiß nicht. Hier! Ja. Sehr gut. Doch nicht. So, jetzt nur noch eins. Ich bin immer so still bei den Sachen, weil ich halt wirklich konzentriert darauf bin, irgendwo zu... Ah, da hinten ist sie. Okay. Ja. Sehr gut. Fast runtergefallen gerade, aber okay. Hey. Was voll cool gemacht. Also ist das war jetzt ein schönes Level mit den ganzen Sprüngen und so. Hat mir gut gefallen. Ich liebe diese Pose auch einfach. Wir haben alle drei Gegenstände, glaube ich, gefunden. Ja. Wunderbar. Und wir waren auch auf Gold schnell. Yay. Sehr schön. Oh, ein Hebel? Ich schätze, es wird schon nichts Schlimmes passieren, wenn ich an einem Hebel ziehe, von dem ich absolut keine Ahnung habe, wofür ich gut das... Ja, was kann schon passieren? Ha. Wird wahrscheinlich für die Hauptinsel sein, nehme ich an. Gehen wir noch nicht hier zu Donner? Aber das da hätte ich gerne. Ein Wal ist noch irgendwo. Okay. Hä? Müsste ich hier nicht noch... Ach, da! Ich, Gott, das sieht man gar nicht. Seele Getriebe. So. Noch ein Rennen? Das wäre voll cool. Nee, das ist normal. Na gut. Schade. Also ich glaube, diese Renndinger gefallen mir am besten. Oh, die Schäfchen. Nimm mich mit. Oh nein! Komme ich da nicht selber hoch? Ja. Achso, es bringt mir nichts. Okay. Na denn. Schöne Musik. Gefällt mir. Da oben ist nichts. Ich glaube, da war nichts versteckt. Oh nein! Oh Gott. Das war tricky. Da hinten könnte was versteckt sein. Ah, sieht doch selber versteckt aus. Ja. Jetzt.
Mit dem Springen klappt mittlerweile ganz gut wieder. Nicht immer, aber meistens. Oh Gott. Ja, das war tricky. Oh Gott, sinken die ein? Der ist gerade gefährlich eingesunken, der Stein. Oder das sah vielleicht nur so aus wegen der Welle, die hier lang schwappt. Da bin ich mir jetzt unsicher, ob die einsinken oder nicht. Nein. Ah, da war sie. Oh Gott, die Wellen hoch. Nein. Oh Gott. Ich sehe gar nicht, wie hoch die Wellen gehen. Ach du Kacke. Okay, das Ding war trotzdem eingesammelt. Ist okay. Tricky. Hat ein bisschen was Aladdin-mäßiges, die Musik. Ich muss gerade ein bisschen an Aladdin denken. Zumindest. Das ist, oh Gott. Okay. Einfach springen. Oh nein! Ja, das war doof. Einfach springen, sowas. So viel dazu. Okay. Hoffentlich kommen davon nicht so viele Teile. Da ist Donners Haus. Aber da kommen wir nicht hier einfach ran. Oh, nee. Die Dinger hier oben einsammeln wir nicht. Hier geht's weiter. Weiß nicht, gibt's hier irgendwo lang? Nee. Oh! Kommst du wieder? Komm ich hier rüber? Nee. Aber der Stein kam auch nicht wieder. Das war ja seltsam. Oh Gott, sinkt der auch ein? Die sinken ja alle ein. Was ist das denn? Deswegen habe ich jetzt Tempo gemacht. Ich weiß nicht, ob alle eingesunken sind, aber ein paar sind auf jeden Fall eingesunken. Habe ich gerade ein bisschen Angst bekommen? Ja, schon wieder eine Welle? Das ist sehr lahmarschig. Oh Gott. Oh Gott, ich musste mich an der Nase kratzen. Oh, das war ein richtig doofer Moment gerade. Nein, scheiße. Oh, nur wegen dem Nasenkratzer. Das hat gerade so gejuckt und ich habe nicht nachgedacht drüber. Ah, wie doof. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit bis zur Welle. Und der Weg ist so lang. Nein! Oh, wie dumm. Manchmal kann ich auch echt nicht abschätzen, wie weit sie eigentlich springen kann. Manchmal bin ich da ein bisschen am Raten und dann passt das halt wieder nicht. Warum denn jetzt meine Nase die ganze Zeit? Moment. So, ausgiebig an der Nase gekratzt. Jetzt sollte es gehen. Auf den Zahnrädern bewegt sie sich halt auch ein bisschen lahmarschiger, leider. Ah, nein. Das ist ja klar, wenn man gegen die Richtung rennt. Noch ein Herz. Oh, nein. Ich will nicht. Oh gut, hier sind ja auch der Speicherpunkt. Das ist sau ärgerlich gewesen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wäre da links vielleicht die Dingens gewesen? Naja. Weiß nicht, kommt erst vielleicht noch. Sah ein bisschen so aus, als würde es da vielleicht auch nach links gehen. Oh Gott, was ist das denn? Die Dinger bewegen sich und ich konnte nicht rüber. Okay. Sackt nicht ein, okay. Ja, gut. Das ist ja furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ah, wir haben das Ding doch verpasst. Ach, schade. Dann war es da wirklich wahrscheinlich irgendwo links, wo ich gedacht hatte. Okay, naja, gut. Das meine ich nicht nochmal, das Level. Also auf keinen Fall. Okay, wieder ein Hebel. An dem ziehe ich auch. Ich glaube kaum, dass irgendwas Schlimmes passiert. Nein. Nein. Da passiert doch nichts Schlimmes. Da passieren ganz tolle Sachen. So, Hauptinsel. Die kommen jetzt... Warte mal, habe ich auch alles? Ja. Na denn? Schaffen wir noch. Magmaberg. Ja, Magmaberg. Sehr gut. Ich will nicht. Das Eislevel mochte ich dann doch lieber als die Magma, also die Lava hier. Ja. Na gut. Aber die Musik finde ich toll. Die Musik finde ich richtig gut. Ich muss auch ein bisschen. Ist natürlich nicht ganz so die Musik, aber erinnere mich dennoch ein bisschen an früher Zelda Ocarina of Time, wenn man bei den Gerudo war. Da war auch so eine schöne Musik.
Oh, ich hätte erst links schauen sollen. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass hier einfach nur das Versteck von dem Stofffetzen war. Verdammt. Nein, haben wir den jetzt nicht bekommen, nehme ich an. Schade. Ja, war der garantiert da rechts? Ich dachte halt, links meine ich. Ich dachte, links würde es nicht, würde es weitergehen. Deswegen bin ich nach rechts gegangen, weil der Fall letzte Mal auf den Stofffetzen gewiesen hat. Okay, bisher relativ glimpflich. Ah, da kommen die Wellen. Geht aber auch. Oh Gott. Ja, geht auch. Warte mal. Oh, hier ist nichts. Oh! Was soll ich dagegen werfen? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gesehen zum Werfen, leider. Hier auch. Ach, scheiße. Wo ist denn da was zum Werfen? Oh Gott. Die habe ich auch nicht gesehen. Das ist ja doof. Wo sind die Sachen? Nein, hier ist ja gar nichts mehr. Ich komme da gar nicht mehr rüber. Warte, ich muss sterben, glaube ich. Ich hatte hier ist nichts. Bin sehr verwirrt gerade. Was hätte ich denn dagegen werfen sollen? Die Dinger wahrscheinlich. Oh, die muss ich aber weit rüber schleppen. Und ich verliere die halt, wenn ich von irgendwas gebatscht werde. Oh, scheiße. Ja, vorhin bin ich hier so richtig mutig drüber gesprungen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Vor allem kann ich nicht die Rolle nicht machen, wenn ich hier mit dem Dingens hantiere. Ah, oh Gott. Ja. Oh Gott. Nein, das ist doch voll so weit. Oh, wie dämlich ist das denn? Ja, kann ich auch sterben. Ich brauche das Ding. Also der Felsen kommt auch nicht wieder scheinbar. Herr, wie mache ich denn das? Wenn ich beide brauche. Das geht doch gar nicht. Das geht doch überhaupt nicht. Kann ich da rüberspringen? Probier's mal. Nee. Okay, das war Quatsch. Ich dachte, für irgendwas muss es gut sein, dass ich da hochspringen kann, aber weiß nicht. Oh, okay, das ist ja richtig toll. Das ist ja mein absolutes Lieblingslevel hier. Vor allem, wenn man so weit mit dem Ding ist. Oh nein, oh, was mache ich denn? Ich werde schon wieder Salty weg, wahrscheinlich. Ja, das ist blöd, so eine Stellen machen mir dann aber keinen Spaß. Deswegen spiele ich halt nie Jump'n'Runs. Weil ich daran einfach keine Freude habe. Sind die Blümchen waren hier unten? Wie, jetzt ist hier nur noch eine, jetzt ist die andere futsch. Wie soll ich denn weiterkommen in dem Spiel, wenn ich die Dinger nicht drücken kann? Ist das schon wieder ein Bug? Oh nein, nicht. Also sei doch komisch, dass der Felsen nicht wiederkam, ne? Der müsste ja eigentlich wiederkommen, weil ich muss ja zweimal rüber. Theoretisch. Und hier kommen so ein Dinger auch nicht nochmal. Also hier, der Felsen ist dann weg. Ja, super. Das geht ja gar nicht auf. Oh Gott. Also das hier ist okay. Hä? Aber... Wie komme ich denn da hinten hin? Also ich kann halt den anderen nicht drücken. Ich komme nicht mehr zurück halt. Ich hätte lieber den links nehmen sollen, dann wäre ich wenigstens drüben. Aber hier, den kann ich halt nicht drücken, ne? Wir haben... Ach hier, ach nein. Ach, mit den Dingern. Oh, die habe ich nicht erkannt. Oh, wie doof. Ich habe die nicht als solche erkannt. Okay. Okay. Na gut. Eigene Dummheit. Ich sollte gar nicht mehr zurückkommen. Okay. Kann passieren. Oh, die kleinen Käfer. Oh, der ist gerade blind. Naja, passiert. Mhm. Gut, geschafft. Wir sind schon mal 20 Minuten. Nee, das ist nur Donner, oder? Warte mal, wir gucken mal.
Nee, schon eine Strecke mit verbunden, weil da sind drei Dinger. Okay, das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Also, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye.